mein Schüler, das war verkehrt. Oh, habe ich ihn jetzt überholt? Ich bin meinem Schüler hinterher, der leider falsch gesprungen ist. Und dann wusste ich, wo die Brücke ist. Ich konnte auf die eine Kiste zugreifen, aber auf diese geht das auch. Bei dieser ist das leider nicht möglich. Captain, fass mal, wir nähern uns. An der Signalstelle. Ja, wo man dort. Die eine Kiste ist auch nicht einsehbar. Ich kann darauf. Was ist hier geschehen? Ja, also das Ding hier kam vom Himmel runter. Also es waren zwei davon. Dabei ist anscheinend die Mauer kaputt gegangen. Die Abzäunung. Okay. Ja, mein Lord. Ich habe interessante Informationen von dieser skurrilen da alten Dame bekommen. Wir gehen auf Expedition. Zoe? Nein, älter. Oh, Zoe ist Großmutter. Macht euch für die Expedition bereit. Wollen Sie uns begleiten? Ja, das wäre sehr nett. Architekt, Sie bringen den Ballon zurück. Ihr Wunsch, Captain. Captain? War hier los? Herrn Sky. Nicht von Weitem gesehen. Ich mache meine Truppen für die Expedition gleich fertig. Captain? Dann jetzt alle. Kapitän, wir gehen zurück. Wir müssen die Knochen und so schnell abliefern. Captain Fassmer, ich würde gerne ein, zwei Sachen herstellen an ihren Werkbänken. Schon zu sich kann es fangen. Danke. Captain Phasma, bergen Sie das Fleisch aus meinem Springer. Sie gerade gewesen? Ich habe Knochen und Hautrückstände und Schuppen in unsere Sammelkiste geräumt. Machen Sie die Sturmtruppler zur Expedition klar, nachdem sie ausgeladen haben. Captain Phasma. Architekt. Captain Phasma. Haben Sie meinen Druiden? Würde ihn ungern mitnehmen. Beim Produzieren der Gegenstände könnte es sein, dass Ihre Werkbänke etwas beschädigt werden. Dankeschön. Dann gehen Sie in die Werkstatt des Saboteurs. Wie Sie wünschen. Wo das ist? Ich wollte gerade fragen, wo geht's denn lang? Ich zeig's Ihnen. Aber seien Sie vorsichtig, die Werkstatt ist nicht unbedingt sicher. Ja, der gute Herr kommt mir auch schon ein wenig suspekt vor. Wie gesagt, ab hier sind Sie auf sich alleine gestellt. Ich werde diese Werkstatt nicht betreten. Sollten Sie was beschädigen, sollten Sie es womöglich auch schnellstmöglich ersetzen, denn der Saboteur. Ja, ich würde mich an Ihrer Stelle nicht mit ihm anlegen. Viel Spaß!
So, wie sieht's jetzt aus? Wollen wir loslegen oder brauchen wir noch länger? Mann, Leute, ich hab den Saboteur nicht gefunden. Saboteur steht oben beim... Ernst Guy? Ja. Baudrui. Haben Sie noch einen anderen Job? Gehen Sie in Hohlschüler. Einen anderen Job. Wir kommen mir bekannt vor. Was kommt Ihnen bekannt vor? Der mandalorianische Rüstung, denke ich. Ne? Ja gut. Ich zieh mir halt auch was Besseres an, wenn es um Kampf geht. Wohin? Sind Sie ein Verwandter? Nicht gerade leicht. Der Fettfamilie? Wir haben Informationen bekommen. Sieht aus. Ne? Wenn Sie genug essen, naja. Trinken mit. Hier sammelt sich so einiges an und man nimmt eben das, was am besten ist, immer. Die haben schließlich meine Großmutter getötet. Da will ich Rache. Kapitän, wir wollen gleich aufbrechen. Nehmen Sie sich einen der Springer. John Truppler, bereit? Ich müsste genug Springer dabei haben. Mein Schüler, hier. Vor mir, das ist Ihr Tier. Herr Saboteur, nehmen Sie Betäubungswaffen mit. Begleiten uns. Ganze Einheit soll mit. Ist das Ihre komplette Einheit, die hier versammelt ist? Nein. Ah, der Rest ist auf Mission, oder wie? Nein. Meister, die hören nicht. Herr Saboteur, holen Sie den Captain, er ist in Ihrer Werkstatt. Wir wollen aufbrechen. Wo ist Captain Phasma? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind hier alleine auf sich gestellt. Sie meinte vorhin, ich soll den Ballon in die Basis fliegen, mein Lord. Ich habe das letzte Mal Sie vorne bei dieser komischen hören. Roten... Ich habe komisches Gestöhne gehört. Wir brauchen zwei Springer. Hat jemand von Ihnen den Architekten gesehen? Den Architekten, nein. Ich habe nur gerade ein paar Sterne. Soll ich gucken holen und noch ein Tier holen, mein Lord? Ja. Captain Phasma ist hier. Ich bin hier, mein Lord. Saboteur, nehmen Sie einen Springer. Herr Captain, Sie können sich auch eins unserer Springer nehmen. Alles klar. Saboteur, nehmen Sie Captain, Sie den hier. Oh. So, mein Architekt kommt gleich von da hinten noch. Dann brechen wir auf zum blauen Obelisken, wie wir von der alten Dame erfahren haben. Okay, vollzählig, los geht's. Immer beisammen bleiben. Man weiß nie, was man in der Wildnis haben findet. Haben Sie eigentlich eine Funkfrequenz? 61. Welche Funkfrequenz? Kommen Sie mit, wir nehmen eine Welche Abkürzung. Welche Funkfrequenz nochmal bitte wiederholen? Die 61. Also verstanden. Ah, guten Tag, Herr Sky. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Sie auffangen. Okay. Mein Saboteur hat es geschafft. Munition für unsere größere Waffe herzustellen. Ja, beeindruckend. Erinnere mich dran, dass ich mir auch mal so einen Flugkleider besorge. Kann ich machen. War eben mein letzter Fallschirm. Gut, ich denke... ich habe noch zwei Stück... Ich habe noch einen bei mir, wenn Sie möchten. Die Einheiten, die uns verloren haben, wir treffen uns an dem großen blauen Objekt.
Darf sie das? Ich habe ihnen noch so ein paar Fallschirme in ihren Springer. Praktisch. Kann man immer gebrauchen. Wollen wir uns nicht lieber an der Fischerhütte treffen? Das ist sicherer und wir sollten, soweit ich weiß, dort mit meiner Schwester zusammentreffen. Ja, wir haben uns ja aber alle verloren. Ja, aber ich glaube, alle Einheiten wissen, wo die Fischerhütte ist. Und die Ersten sind auch schon hier anwesend. Ich komme gerade mit dem Captain auch in die Nähe. Ja. Meister? Wer fehlt? Der Architekt, so, ich wäre eine Leuchtpistole. Jawohl. Der Saboteur ist auch noch nicht zu uns gestoßen. Ah, der Fischer hat mal wieder hier nichts, mein Gott. Scheint jemand im Gebäude zu sein. Woher wissen Sie das? Ich habe Stimmen gehört. Mavic, kann man hier so leben? Mein Gott. Hier ist offen. Und die... Ach Gott, jetzt riecht das Feuer nicht an. Wer hat seinen Springer hier nicht unter Kontrolle? Ah, da sind sie ja alle. Der Springer ist im Weg. Ich habe ganz schön Zeit gelassen. Wer schreit denn da so? Ach. Hi, James. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Dann heißt es also, dass Großmutter... Wahnsinn. Mein Schüler, finde den Architekten. Ja, Meister. Zoe. Ja, Zoe. Guten Tag, die Herrschaften. Wo ist der Fischer? James, heißt das, dass Großmutter nun nicht mehr unter uns ist? Ja, genau das heißt es. Okay, ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wo dieses versoffene Etwas wieder steckt. Jedenfalls dachte ich, ich könnte hier mal ein bisschen Feuer machen, aber naja, alles, das Holz ist nass und naja. Der liegt bestimmt wieder irgendwo betrunken in irgendeiner Ecke. Und so sitzen wir dann wieder zusammen an einem Tisch. Ich habe auch ohne gehört, Günther. Großen... Ja, es tut mir immer noch sehr leid um ihn. Er war gut, besser als die anderen. Captain? Ja. Auf meinem Weg hierher habe ich eine Präsenz gespürt. Warte, James, ich gehe einen Platz weiter. Nun, das könnte ich gewesen sein. Die Rüstung sieht so geil aus vom Sky. Ich sollte euch hier treffen, um diese großen Obelisken zu hacken und auszuschalten. Sind mit der Macht vertraut? Meine Großmutter hat bis jetzt gesagt, ich soll das geheim halten. Werden Sie von diesen Objekten auch geschwächt? Ja. Deswegen ist das nicht gleich wahrgenommen. Deswegen ist das für uns beide wichtig, dass diese Dinger verschwinden. Zumindest, ja, abgestellt sind. Verschwinden können sie leider nicht. Fragen Sie mich nicht, warum. Für es soll gefährlich sein, laut Ihrer Großmutter, diese Dinger überhaupt anzufassen. Also, wenn ich das Wort kurz übernehmen dürfte. Während ich, sobald ich anfange, diese Objekte zu hacken, werden wir uns auf Monster einstellen. Und in der Zeit müssten Sie mich alle vor genau diesen beschützen. Ich bin keine Kämpferin. Ich bin eher so das Köpfchen in der Familie, ne, James? Wie lange dauert dieser Hackprogramm und wann tauchen die Kreaturen auf? Sobald sie das sobald anfassen? Ich anfange. Interessant. Sobald ich anfange, werden sie auftauchen. Moment. Und es... Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Wir müssen mit meinem Schüler zusammen und den Sturmtrupplern wieder hoch zur Basis. Wir brauchen sofort die großen Schafzähne. Ja, mein Lord, ich werde mich umgehend auf den Weg machen. So, weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Sie können sich nicht bewegen während des Prozesses. Ich darf diesen Platz nicht verlassen, ne? Also die Mitte, der Mittelpunkt ist es, ne?
wo ich dran muss. Es darf mich niemand stören und es sollte mich niemand umbringen. Und es kann sogar sein, dass wir die ein oder andere rote Rüstung treffen werden. Denn die sind anscheinend auf dem Planeten, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob sie sich hier einen Machtpunkt aufbauen wollen und somit kann niemand raus und niemand wirklich rein, außer Absturz und so. Wann wollen wir das Ganze angehen? Wenn wir genügend Vorbereitung haben. Wir sollten da nicht unvorbereitet reingehen. Das klingt schon nach etwas Größerem. Was haben Sie an Tieren dabei? Einheiten zusammenziehen. Meine Einheiten gehen die Tiere gerade holen. Sehr gut. Und haben Sie genug Munition und so weiter? Die Kreaturenzucht dürfte ausreichen. Wie gesagt, ich möchte ungern meine Rüstung kaputt machen. So. Darf ich noch mal kurz etwas nachhaken? Während Obsidius jetzt gerade nicht hier ist? Bitte? Schüler, du bist haben nicht die Information, wer genau mein Schiff zerstört hat? Ich bin erst. Normalerweise nehme ich Geld für Informationen, aber diese Umstände hier. Ich werde sie Ihnen umsonst geben. Auch das war die rote Rüstung. Sie waren in Ihrem Schiff eine Gefahr. Und das Schiff war so oder so in Gefahr durch diese ganze Barriere. Es war sehr groß und von daher, das war nur eine Frage der Zeit, wann sie untergehen werden. Ich bin aber erfreut, dass sie am Leben sind. Leider der einzigste Überlebende. Darfsidius, ich möchte Sie gern bei dem Unterfangen unterstützen, die Rote Armee zu stürzen. Sagte der selbst in Rot rumläuft. Dies ist eine etwas andere Rüstung. Das ist keine rot-schwarze Rüstung. Zoe, das kannst du mir am besten beantworten. Können wir ihm vertrauen, seiner roten Rüstung? Ich kenne den Captain schon länger und er war immer manchmal zu gut in seinen Geschäften. Er hätte euch mal ein bisschen härter durchgreifen können. Sind sie gerüstet? Oder benötigen ich habe Ausrüstung herstellen können ihr. Ich habe Ausrüstung herstellen können in ihrem Lager. Beim Saboteur, das war nicht gerade sehr angenehm bei ihm. Herrn Sky? Ja. Bewaffnet? Ich bin mit allen Waffen ausgerüstet, die man auf diesem Planeten finden kann, wenn man das ganz genau zusammenfassen kann. Ich habe doch sehr, sehr verschiedene Waffen gefunden in meiner Zeit, die ich als Schmuggler unterwegs war. Meine Waffe ist mein Kopf. Und ich mag keine Waffen. Dazu sind Sie ja hier. Gut. Dann gehen wir den Pakt ein. Um zusammen von diesem Planeten zu kommen. Aber meine Sturmtruppen müssen jetzt erst mit den ganzen Kreaturen kommen. Und da mein Schüler hier ist, ist ein Reiter weniger. Tut mir leid, Meister. Captain. Mein Schüler hat das letzte Mal gnadenlos gegen Sie verloren. Trainieren Sie ihn noch ein wenig, bevor wir beginnen. In welchem Kampf denn? Weil Nahkampf ist, glaube ich, hier nicht so ganz angebracht. Ihre Rechte ist sehr kraftvoll. Das Ganze bei meinem Schüler mit einem Lichtschwert kombiniert, müsste tödlich für jede Kreatur sein. Das können wir machen. Nun möchte ich bitten, alle diesen Raum zu verlassen. Ich brauche etwas Ruhe. Ich muss mich konzentrieren, vorbereiten in meinem Kopf. Ich werde Ihnen noch und dazu brauche ich wirklich Ruhe. Dann bevor Sie auch die Fenster schließen. Nein, die Inspiration des Wassers ist genau das Richtige für mich. In einem geschlossenen Raum. Wenn die Fenster geöffnet sind.
Das ist geil, sie werden verfolgt. Ich denke, mit dieser Technik sollten wir jedenfalls schon einiges herrichten. Jetzt nicht mehr. Mein Schüler, sende mal ein Lichtsignal. Meister, ich habe keine mehr. Sehr bedauerlich. Wir werden wohl noch einen Moment warten müssen. Captain Phasma, wie ist Ihr Standposition? Mein Lord, wir sind an der Basis zurück und machen gerade die Schafzähne bereit. Wir müssen noch Sättel herstellen, wir haben nicht genug. Wird mein Schüler benötigt? Wir sind zu dritt. Wie viele Tiere benötigen wir, mein Lord? Ich denke, alle Schafzähnen, die das richtige Gen haben. Ich habe im Moment 6 Stück davon. Wird das ausreichen? Ich gehe davon aus. Wie lange dauert es, bis sie aufbrechen? Hört? Kreaturen scheinen im Rudel statt zu sein. Wir sollten in einer halben Stunde da sein, mein Lord. Darf sie dir es? Ich konnte in dieser Hütte eine Art Leuchtpistole, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, ohne Machtnutzer, ob wir abkürzen können. Nein, es ist kein Machtnutzer bei Ihnen, Captain Phasma. Eben, deswegen müssen wir den langen Weg nehmen. Mein Schüler, wie hast du das gemacht? Die Bringer scheinen im Rudel stärker zu sein und der Alpha scheint sie zu leiten. Überhaupt ein Alpha? Ein Alpha. Demonstriere es. Ja, Meister, Sie lassen es nicht immer machen, aber ich denke, er ist gleich wieder bereit dazu. Also, passen Sie auf. Faszinierend. Äußerst interessant. Rudel zu sein. Somit auch der Erfahrenste. Tiere werden dadurch mutiger. Ich denke, das System haben sie sich bei ihnen abgeschaut, auf Sidious. Diese Kreaturen haben lange vor uns gelebt. Hatten schon diesen Intelligenzstand. Höchst beeindruckend. Ja. Sehr weit. Wie weit sind sie mit dem Training meines Schülers? Ich habe ihm auf jeden Fall 2 Kniffe und Tipps und Tricks beigebracht, beziehungsweise gezeigt. Und er hat so seine Eigenheiten, aber ich denke, das sollte er umsetzen können. Captain Phasma, sollten wir vielleicht in die Basis zurückkommen? Würde das beschleunigen? Ja, mein Lord, das würde die Sache sehr beschleunigen, wenn jeder selbst ein Tier reiten kann. Darf Sidious, ich habe in der Hütte noch so Leuchtpistolen gefunden. Soll ich sie ihnen geben? Nein, mein Schüler benötigt welche. Alles klar. Captain Phasma hat mich gerade informiert, wir müssen alle zurückkommen. Das würde es beschleunigen. Okay. Die Schafzähne sind noch nicht so gehorsam. Herr Sky, bleiben Sie hier oder kommen Sie mit? Wohin? Zur Basis zurück. Wir müssen die Schafzähne einzeln holen, der Gehorsam. Dann werde ich hier warten und auf meine Schwester aufpassen. Nicht, dass die wieder irgendeinen Mist baut. Kommen dann wieder hierher? Mit größeren Tieren. Das klingt nach einem guten Plan. Wem gehört dieses Tier? Ich denke, einen von ihren Sturmtruppen. Ist der ohne Tier hoch, oder wie? Wahnsinn. Ich würde sagen, sie sind ganz schön engagiert.
Weiß gar nicht, wie rum man so Nuff kommt. Mal schauen. Ordentlich in einer Reihe aufstellen. Naja, das nervt jetzt halt ein bisschen. Aber wir haben halt da die Schafzähne noch nicht trainiert. Hoppla. Lassen Sie die Tiere doch hier drin, einfach in einer Reihe aufstellen. Ja klar, Nevam, Langzahn, ist die Stamina leer. Schlagen Sie mal rein, Niki, dagegen. Schon hinter den Grenzen. Wir sind gleich da. Es ist alles vorbereitet. Sobald Sie hier sind, können wir auch gleich aufbrechen. Haben Sie den Saboteur gesehen? Er ist hier bei mir, mein Lord. Jetzt soll ich mich auf ein... Zumindest irgendwo in der Base. Setzen? Ich bin hier oben. Was gibt's? Ich habe Sie unten an der Fischerhütte vermisst, Herr Saboteur. Wo waren Sie? Hier auf diesen. Denken Sie, diese Kreaturen können wir mit unserer Macht halten? Nein. Sie sind schon sehr groß. Es sind auch zu viele. Wir sind beide geschwächt. Wir nehmen den normalen Aufweg. Sind alle Einheiten hier? Ich denke schon. Captain noch nicht gesehen. Ist der Captain mit uns hochgekommen? Ja, Herr Meister. Unser Saboteur ist umgefallen. Woher wissen Sie das? Er liegt dort vorne. Treppe. Oh, endlich gefunden. Nehmen Sie sich einen der Großen. Captain. Ich denke, mit dem Saboteur können wir heute nicht rechnen. Er hat dann dauernd Ohnmachtsanfälle. Bringen Sie ihn in die Basis. Das macht einen Schafzahn weniger. Ja, dann kann der Captain sich draufsetzen. Captain? Ja? Sie kommen ohne Schafzahn?
Ich bin nicht so der Freund von diesen Tieren. Sie sind sehr widerspenstig. Die könnten aber eins mit runterbringen. Das kann ich machen, ja. Wo bekomme ich denn so ein Tier? Durch das große Tor. Nicht da lang. Wo geht das hin? Ich denke, er hat ein wenig Probleme mit diesen Toren. Ja. Mein Schüler, hilf ihm, das Tor zu schließen, sobald er durch ist. Gut, mir nach. So, irgendwie müsste das gehen.